Eine Wurzelkanalbehandlung kann etwa ein Viertel eher viele Menschen eine beängstigende Vorstellung sein. Doch es ist wichtig zu verstehen, dass diese Behandlung oft notwendig ist, um einen stark infizierten oder entzündeten Zahn zu retten. In diesem Video werden wir genauer darauf eingehen, wie lange eine Wurzelkanalbehandlung dauern kann und was während des gesamten Prozesses zu erwarten ist. Eine Wurzelkanalbehandlung, auch bekannt als endodontische Behandlung, wird durch Gefahr ein Viertel HRT, wenn das Gewebe im Inneren eines Zahns infiziert oder ein Viertel endet ist. Dies kann aufgrund von tiefer Karies, einer abgebrochenen Einviertelung oder einer Verletzung des Zahns auftreten. Wenn die Infektion nicht behandelt wird, kann dies zu starken Schmerzen, Schwellungen und sogar zum Verlust des Zahns Einviertel rennen. Der erste Schritt bei einer Wurzelkanalbehandlung besteht darin, den Zahnarzt aufzusuchen und eine GAA-1/4-endliche Untersuchung zu erhalten. Der Zahnarzt wird Röntgenaufnahmen machen, um den Zustand des infizierten Zahns zu beurteilen und festzustellen, ob eine Wurzelkanalbehandlung erforderlich ist. Wenn die Behandlung notwendig ist, wird der Zahnarzt einen Behandlungsplan erstellen und mit der eigentlichen Wurzelkanalbehandlung beginnen. Die Dauer einer Wurzelkanalbehandlung kann je nach Schwere der Infektion, der Anzahl der beteiligten Wurzelkanäle und anderen Faktoren variieren. In der Regel dauert eine Wurzelkanalbehandlung jedoch zwischen 1 und 2 Stunden und kann in mehreren Sitzungen durch Gefahr ein Viertel HRT werden. Es ist wichtig zu beachten, dass eine GAA-1/4-endliche und sorgfältige Behandlung erforderlich ist, um sicherzustellen, dass keine Infektion zu Ra1/4-CK bleibt und der Zahn vollständig geheilt ist. Während der Wurzelkanalbehandlung wird der Zahnarzt den Zahn betauben, um sicherzustellen, dass der Patient keine Schmerzen während des Eingriffs verspar 1/4 RT. Anschließend wird der Zahnarzt einen kleinen Zugang zu den betroffenen Wurzelkanälen machen und das infizierte Gewebe und die Bakterien entfernen. Die Kanäle werden GAA-1/4-endlich gereinigt und desinfiziert, bevor sie mit einem speziellen FA-1/4-Material verschlossen werden. Nachdem die Wurzelkanäle Gefahr 1/4 LLT sind, wird der Zahnarzt den Zahn mit einer temporären FA-1/4-Lung verschließen, um ihn vor weiteren Infektionen zu schützen. In der Regel wird der Patient nach einigen Wochen zur Kontrolle zu Ra1/4 kehren, um sicherzustellen, dass der Zahn ordnungsgemäß heilt und die Infektion vollständig beseitigt ist. In einigen Fällen kann eine dauerhafte FA1/4-Lung oder Krone erforderlich sein, um den Zahn zu stabilisieren und zu Ra1/4. Es ist wichtig zu beachten, dass eine Wurzelkanalbehandlung in den meisten Fällen sehr erfolgreich ist und den betroffenen Zahn retten kann. Durch eine gute Mundhygiene und regelmäßige Zahnarztbesuche können weitere Infektionen vermieden werden. Wenn jedoch während oder nach der Behandlung Schmerzen, Schwellungen oder andere Symptome auftreten, ist es wichtig, sofort einen Zahnarzt aufzusuchen, um weitere Komplikationen zu vermeiden. Insgesamt kann eine Wurzelkanalbehandlung je nach Schwere der Infektion und anderen Faktoren zwischen 1 und 2 Stunden dauern. Es ist wichtig, geduldig zu sein und den Anweisungen des Zahnarztes zu folgen, um sicherzustellen, dass der Zahn vollständig geheilt ist und keine weiteren Komplikationen auftreten. Wenn Sie weitere Fragen zur Wurzelkanalbehandlung haben oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht, Ihren Zahnarzt zu konsultieren.